Und da hinten, meine Freunde, bildet sich ein Tornado. Wir sind gerade mitten im Zentrum drin, leck mich doch. Ich glaube, ich bin gleich durch. Nancy. Nancy, bleib doch mal in der Stube, Kind. In der Stube bleiben. Aber Dali. Bleib in der Stube. Bleib einfach da. Alter Schwede. Das ist aber weh, du Decker. Und wissen wir, ist es ebenfalls nicht anders, weil die haben auch einen Tornado. Nee, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich hab da schon eine USA mit erlebt. Das hier ist hingegen ein Silvesterkonzert. Alles gut. Alles gut. Fett dazu. Fett dazu. Ich sag ja, du sollst rein. Psst. Nancy. Alter Scheiße. Brauchst keine Angst haben, Kind. Gib mal beide in die Küche. Das ist unsere andere Seite. Wie als wenn Fukushima gerade eine Bombe eingeschlagen hat. Nicht fein! Nur ein bisschen Blitz und Donner! Ey, alter Falter! Es ist einmal auf einmal die Bombe eingeschlagen ist. Halleluja! Heute ist der 20. Juli und bei uns steckt die Bombe ein. In mein T-Shirt kann ich nachher in die Wäsche ballern. Psst. Oh, ich mach kurz Fenster auf. Ja, der Tornado ist regenverhüllt, würde ich mal sagen. Kann man jetzt nicht so richtig sehen. Ein bisschen aber. Boah! Huh. Ja, also Tornado-Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Hinten hat sich schon ein Höhenkragen und eine Trichterwolke gebildet. Und wisst mal, es ist gerade Silvesterparty. Man hört es. Alter Falter. Alter Schild und Tornado. Den kann man jetzt leider nicht sehen richtig, weil der Regen verhüllt ist. Und ja, seid vorsichtig. Würde ich mal sagen. Worst case scenario. Wo ich das Fenster so auflassen kann, weil ne, wir sind ganz oben drin, im letzten Stock. Thank you.
Starkwind. Alter Falter. Ja, Leute. Einmal so, wenn es mal ein paar Wochen hier nicht regnet und Gewitter gibt. Dann kriegst du einfach halt mal. Ich glaube, jetzt sind wir ganz beschissen im Punkt angekommen. Jetzt kommt die Jagerrunde. Kann ich euch zeigen. Bam, 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 bam. Hallo. Jetzt kommt großmäßig Hagel runter. Die sind ungefähr vielleicht mal 2-3 Zentimeter groß. Ansonsten geht's eigentlich. Also wenn die so groß werden wie Aubergine oder Grapefruits, dann müssen wir uns schon Sorgen machen. Ja Leute, lasst mal ein Like da wieder mal. Ey, echt, das ist echt der Knaller gewesen. Ey. Also wir haben echt einen Tornado hier hinten bei uns. Oh, Lichtershow. Ja, wie gesagt, einen Tornado kann ich leider jetzt gerade nicht filmen, weil er gerade regenverhüllt ist. Also alle bitte Ecke Rostock, die hinten Rostock wohnen oder irgendwo im Osten von Deutschland. Also Ostdeutschland nördlich, Nordostdeutschland leben. Also allgemein MV. Haltet euch bereit vor dieses Gewitter. Es kann nämlich sehr auer werden. Ich weiß nicht, wie es in Wismar war. Schreibt her, wo jemand kommt, wie es bei euch so eigentlich technisch ist mit dem Gewitter. Also, ich bin gerade total auf dem Adrenalinkick und ja, Lichtershow ist da. Das ist ja angehört wie Dünnschiss als ein Donner, Alter. Prost. So, also wie gesagt, wir haben hier morgen wieder Aua im Kopf, würde ich mal sagen. Ja Leute, das ist mal so, wenn ein Tornado hier entstanden ist. Es kommt sehr viel Starkregen, sehr viel Hagel und auch Sturmböen, wie ihr das hier gerade ein bisschen mitkriegt. Aber das sind Minimalböen, die... Da hinten hat es gerade geblitzt wie aus Eimern. Ich werde die gleich hören, ich gehe hoch wie ein Atom. 3, 2, 1... Ja Leute. Es ist das angekündigte Unwetter, weiß ich, wovor ich eigentlich nichts weiß, weil mit KMH-Böen sind, es sind Sturmböen drin mit 65 km/h, ich verliere die Worte, ey, also echt krasser Scheiß. Ja Leute, ich bin Floydnight. Ich verabschiede mich hiermit. Und ja, wie gesagt, schreibt aus welchen Leuten ihr kommt, in welchem Bundesland. Und schreibt mal unten rein, wie es bei euch dann aussieht. Also bei uns ist ein Tornado runtergekommen. Definitiv.